Hallo! Hallo zu einem Podcast bei ja, Redtox. Bei Redtox gibt endlich mal etwas Neues. Ja. Ein Quatsch. Wir wissen jetzt nicht, wie viel der Versuch das ist, weil das sehen wir jetzt, die Leichen ist jetzt nicht so hoch, aber bei Podcasts geht es ja darum, was wir reden, also was wir hören. Ja. Genau. Zu einem bestimmten Thema immer. Ja, natürlich. Ja. Und wenn ihr schon gesehen habt, bei uns gibt es Podcast, MML Production. Ja. Wir auch sehen, warst du auch immer dabei? Ja, ja, und die Kollegen waren auch dabei. Schönen Gruß zu die Kollegen auch sowieso. Genau, und schreibt mal in die Kommentare dann, was ihr dann zu dem Thema, zum heutigen Thema euch einfällt. Ja. Das heutige Thema ist E3 2018. Jawohl. Ja, vom 12. bis 15. Juni. Ja. In Kalifornien, in Los Angeles. Da habe ich schon meine Ticket gebucht, aber leider gehe ich auch nicht, weil ich habe gedacht, oh, hier ist schönes Wetter, warum soll ich darüber gehen? Ja. Wir bleiben so in Landau. Ja, genau. In der schönen Pfalz. Ja. Und schauen uns dann bei Live-Konferenz an. Ja, und das gibt auch sowieso auf meinem Kanal. Ich werde auch über die E3 auch Berichte kommen. Genau, ja. Mit meinen Kollegen. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. Ja. Ist kein Problem. Meine Tür ist geöffnet. 24 Stunden. Nein. Okay, also bei uns geht es jetzt heute um das Thema, was kommt zur E3? Ja. Was wollen wir sehen zur E3? Was wünschen wir uns zur E3? Was willst du sehen überhaupt? Also was ich sehen will, ist ganz viel. Also, okay, fangen wir an. Zum Beispiel will ich was sehen, ich bin ein großer Dark Souls-Fan. Ja, aber das kommt nicht Dark Souls. Nein, es kommt... Vielleicht irgendwann kommt dann Dark Souls. Nein, aber From Software hat ja so ein Teaser, so ein ganz komischer Teaser angezeigt. Ja, das war letztes Jahr, stimmt doch. Genau, also ich denke, das wird Bloodborne 2, denke ich mal. Ja. Vermute ich stark, weil durch den komischen Teaser, was sieht man? Ich weiß nicht. Irgend so eine Spindel mit Blut wird angespannt und wieder, boom, wieder zurückgelost. Ja. Und der Shadow... Die twice. Der Schatten stirbt zweimal. Ja gut, das kann auch etwas auch gut sein, das auch etwas neu in die Richtung von Bloodborne, Mischung aus was ganz neu Dark Souls. Ja, es kann auch. Man weiß es nicht. Also, ja. Erstmal, also Grünstein gesagt, From Software will was zeigen zur E3 und ich habe jetzt nachgelesen, so ist wahrscheinlich kommt auch was. Zur E3 2018 zum neuen From Software Spiel, weil Dark Souls 3 war ein Spiel des Jahres. Bloodborne war das meistverkaufte Spiel auf der PlayStation 4 damals, wo es rausgekommen ist. Deswegen denke ich auch Bloodborne 2, wenn es meistverkaufte Spiel war, denke ich, dann lassen sie sich nicht lumpen und zeigen dann auch was. Schon klar. So. Ja. Was hast du als neue Info? Man kennt Switcher als von. Neue Info, was ich wollte auch gerade sagen, da wird auch vielleicht, oder hast du auch schon zu mir auch gesagt, vielleicht bekommen wir auch eine große Information über Sony PlayStation 5. Oh ja. Und da bin ich gespannt, weil ehrlich gesagt. Bei der Sony Pressekonferenz. Vielleicht kommt da ein Trailer oder zeigen sie was zur Leistung und was alles passiert zur PlayStation 5. Weil, wie gesagt, ich habe gehört, so eine Kollegin von mir, ein Abonnent, Seppi, der hat auch das Bericht über eine Newsflash. Das geht jetzt die PlayStation 4 in seine letzte Zyklus. Mhm. Und da wird auch jetzt, die PlayStation 5 kommen. Und mit Leistung, die haben auch schon, ich glaube, dieses Jahr schon gesagt, was kommt über CPU und was für RAM-Speicher. Das wird schon eine starke PlayStation kommen. Ja, aber Xbox One hat jetzt nichts groß gemacht. Es wurde jetzt die Xbox One X. Die ist auch schon über die 4K sehr groß basiert. Aber man kann immer noch die alten Spiele spielen. Sie sehen jetzt zwar toller aus, aber was richtige neue Konsole war. Das ist für dem ist auch die Konkurrenz über die PlayStation 4 Pro. Aber Sony, so ist das aber die Sony PlayStation 5 soll was ganz revolutionär, was ganz Neues. Ja. Total. Aber vielleicht gehen sie auch wieder, es wäre wahrscheinlich auch nicht billig. Vielleicht gehen sie auch mehr in VR, also VR.
Ja, im Vorher, die wollen noch bleiben, Ja, aber weil PlayStation 4 hat ja mit ja, VR, also man kann aber auch mit der VR-Brille, das ist ja, weil die ich glaube, über die PlayStation Virtual 5, Reality, da wenn wird man mal auch nicht fragt, was genau ist. so gedacht, dass die PlayStation 5, da hast du auch noch diese Brille geschenkt, wenn du kaufst das. Ich glaube nicht. Da müssen die noch warten, dass die haben noch wieder Geld eingesammelt mit dieser Okay, wir waren VR-System. bei der PlayStation 5. Ja, wir waren bei der PlayStation 5. Wir haben eine kleine Cut gemacht, weil ich habe ein paar Probleme gehabt mit meiner Aufnahme. Also die soll ja total revolutionär sein, was ganz Ja. Neues komme. Da bin ich mal gespannt, also. Ja, ich bin auch mal gespannt. Sowieso, die haben auch schön vor, eine neue PlayStation zu bringen, sowieso. Es ist auch schon angekündigt. Aber ja, es kommt wahrscheinlich auch voll dabei, viele Sachen. Das werde ich auch so super interessant sein. Und ja, da war auch ein Thema, ich wollte auch so absolut auch gesprochen über Death Das Stranding. habe ich jetzt noch nicht gesprochen, das haben wir Ja, bei der gut, vor Testaufnahme, aber hast recht. aber Death je, Stranding soll ja was Neues kommen. ja, und da bin ich auch gespannt über die Release. Sowieso, ich glaube nicht, dass die werden Ja, das. ich glaube, der Release-Datum bringt es nicht. Da kommt ein Nee. anderes Spiel, wo sie Release-Datum vorstellen Und wollen. ob das wird auch überhaupt die PlayStation 4 noch spielbar ist, das weiß ich mir auch nicht. Weil, wie Sehen wir dann. gesagt, das wird immer verschoben. Oder die haben auch gesagt, oh, wir sind noch nicht so weit mit dem Spiel. Und ja. Wer nicht weiß, was Death Stranding ist, Death Stranding ist Ja. das neue Spiel vom Spieler Hideo Kojima. Von Silent Hill Das ist Produktor. der Erfinder von Silent Hill und Metal Gear Solid, Ja, natürlich sein richtig. größtes Franchise. Ja. Und weil er sich von Konami getrennt hat, gibt es natürlich kein neues Silent Hill und kein neues Metal Gear Solid mehr. Ja, stimmt doch. So, und jetzt macht er ihr eigenes Projekt, wo er schon, wo es, Sony auch sehr viel Geld reinstecken gibt, Ja, weil er war damals mit Konami. Ja, und jetzt hat es zwei geile Trailer gegeben. Die haben wir ja auch Trailer-Reaction gemacht. Ja, schaut ihr vorbei beim Und Event jetzt hat wollen Production. sie Gerüchte, das sind ja alles nur Gerüchte, also wir wissen nicht, ob es wahr ist. Gerüchte sagen, sie wollen zu Death Stranding was zum In-Game zeigen, also Gameplay. Wie das Okay. Spiel, wie man das spielt, wie man es steuert. Ist es Ego-Perspektive, ist es Open World, ist es, man weiß es nicht, Das Rollenspiel, ist Open World, das ist Action. Open World. Das weiß man nicht. Das wollen will, aber alles nur Gerüchte, gell? Das sage ich wieder, immer wieder. Wir wissen es Ja. nicht, ob es wahr ist. Wir wissen es nach der E3, wissen wir es, ob es wahr ist. Ja, und da wird man auch berichtet sowieso. Wollen sie was zum, sorry, zum Gameplay zeigen? Ja. Und wenn wir jetzt schon bei Release-Datum sind, Ja. Last of Us 2 ist jetzt auch schon Ja, lass bald auf. 2 Jahre in Entwicklung. Ja, gut, aber Wir haben jetzt auch schon 2 Trailer gesehen und jetzt zur E3 kommt das ich Release-Datum. glaube, das kommt schon nächstes Jahr. Du wirst sehen. Sie haben gesagt, zur E3 jetzt 2018 kommt das Release-Datum zu Last Bestimmt of Us 2. Mai, Juni werd ich schätzen. Nächstes Jahr. Ja, aber zum Ingame hat man auch noch nichts gesehen. Ja, gut, Das aber war jetzt auch wahrscheinlich nur kommt auch die In-Game und ich glaube, wir werden das auch sehen, auf jeden Fall. Und sowieso jetzt über Oran, was auch neu, was ich aber auch erfahre gestern, Assassin's Creed kommt auch an neue Teile. Okay, jetzt Und ja. wechseln wir zu einem anderen. Assassin's Creed ist was für ein Spielehersteller? Weil Ubisoft, oder? Ubisoft? Ja, Ubisoft. Kann sein Ubisoft, Ja, ja. Das doch, kommt dann bei der Ubisoft. Pressekonferenz von der Ubisoft. Müsste es kommen. Und ja, dafür kommt dieser neue Teil dann. Aber wahrscheinlich sie ist noch am Anfang Arbeit. Das heißt, ich glaube, in 2 Jahren, das wird auch rauskommen. Aber dafür, ja, sind wir auch gespannt, was wieder dieser neue Teil wird. Weil Origins war auch nicht schlecht. Die hat auch eine Ja. gute Verkaufszahl gemacht. Ja. Und auch neue System eingebunden. Ja. Das hat auch schon viele Assassin's Creed Spieler begeistert. Oder Player. So. So, Microsoft, ich glaube, das ist bei Microsoft Zeit. The Crew 2 kommt dann Ja, was? jetzt ist auch gerade im Moment, oder das ist noch jetzt vorbei, da war die Beta-Version Die Beta zu testen. von der Crew 2. Ja, und viele YouTuber haben das auch gemacht. Okay. Und da ist der Spielsystem sehr, sehr gut.
Aber ja, Story ist leider keine Story. Muss ich euch sagen. Ist ja Rennspiel. Und was jetzt neu ist, jetzt bin ich cool. Ja. Was jetzt neu ist bei Crew 2, kannst du jetzt auch mit Flieger fliegen. Ja, Flugzeuge, Flieger, jetzt neu. Mit Boot kannst du auch. Ja, mit Boot lebt uns schon bei Crew 1. Nee. Und so, wo waren wir jetzt bei Crew 2? The Crew 2. The Crew 2. Ja, dieses Mal es gibt Boot, Flieger, dann Motorrad ist auch dabei. Dann, ja, Buggy und VRC-Wagen sind auch dabei. Ja, aber Buggys waren schon dabei. Nein, das waren nicht die Buggy, das waren die Trucks. Die Trucks sind auch dabei. Ja. Da steht auch diese neue Mercedes-Benz X-Class. Das ist eine so ein Trucks Offroad. Okay, wenn wir schon bei Autos sind, neues Forza Horizon kommt auch. Ja, Forza Horizon 4. Ja. Ich habe erst gelesen 5, aber ne, okay. Es naja, ist Computerbild hat einen Zeller gemacht. Es ist doch 4. Schöne Grüße zum Computerbild. Ja. Es ist doch Forza Horizon 4. Ja. Also du weißt ich aber mehr nicht. Aber die haben auch schon, die letzte Jahr schon die Trailer. Ist ein Rennspiel. Ja. Die Trailer war schon gewesen letztes Jahr, aber jetzt soll Gameplay kommen und noch ja, die Termine, Release-Termin. Ja, okay. Und dann, was war noch? Ja, Nintendo, du bist ein Fan von Nintendo. Oh, wichsen wir gleich schon zu Nintendo. Ja, also bei der Nintendo Switch kommt Spyro the Dragon, soll was Neues rauskommen. Spyro the Dragon, wer das nicht kennt, das ist ja ein altes Spiel mit so einem lilanen Drache. Ja. Für PlayStation 1 war das, für die erste PlayStation war das raus. Für 2, Clap gibt es auch noch eins, bin mir nicht sicher. Ja. Da macht jetzt Nintendo Switch auch was Neues zu Spyro the Dragon. Okay. Was aber der Hammer ist, ja, noch was, bevor wir zum Hammer kommen bei Nintendo, ja, ist der Skyrim, der Elder Scrolls Online. Ah, stimmt, ja, kommt ja. Und jetzt wird die auch Nintendo Switch raus. Ja. Jetzt kann man auf der Switch auch Elder Scrolls Skyrim Online mitspielen bei der Nintendo Switch. Okay. Und jetzt kommt der Hammer, was überhaupt rauskommt bei Nintendo, ist ein neues Smash Brothers. Ja, stimmt auch. Super Smash Brothers. Ja. Ich glaube, das erste hat es gegeben für Nintendo 64. Das beste war auf der Gamecube, finde ich. Es war Super Smash Brothers Melee. Auf der Wii hat es auch noch eins gegeben, soviel ich weiß. Ja, keine Ahnung. Ja, doch, auf der Wii U hat es auch eins gegeben. Und jetzt auf der Switch mit neuen Charakter von, wie hat das geheißen, mit dem Farbklecksen. Spiel. Oh, sind die auch dabei? Splatoon oder was? Okay, das wusste ich auch nicht mehr. Ja, also die sind dann auch dabei, neue Charaktere. Okay. Und da wollen sie auch was Neues zeigen dafür. Jetzt switchen wir mal wieder rum auf die Square Enix. Ja, ich wollte noch auch etwas sagen. Das kommt auch eine wahrscheinlich ein Gameplay über Marvel's Spider-Man. Ja, aber das ist okay. Ja, das muss man auch schon sagen, das ist auch schon bekannt gewesen. Das erwähne ich mal jetzt am Rande mal so. Ja gut, das gibt auch welche. Ich bin zwar großer Comic-Fan, aber... Ja, bei dem Spiel habe ich es auch schon gesehen. Er ist auch nicht schlecht. Doch. Er ist auch lustig gemacht, muss ich zugeben. Kann das ist auch nicht so ein Super-Hero-Spiel, das mit viel Action. Nein, da haben sie auch gelegt über Comedy. Und das finde ich auch cool. Für ein Spiel. So, Square Enix, ja, wechsel mal. Square Enix, Kingdom Hearts 3. Ja. Kommt was Neues. Man hat jetzt schon viel Trailer gesehen und so. Man weiß, Monster AG ist dabei, Toy Story ist dabei. Kingdom Hearts 3 ist von Final Fantasy und Disney, so Zusammenschluss. Und jetzt Kingdom Hearts 3 ist, das war ja nicht. Ja, jetzt ist auch besser so, oder? Seht ihr mich jetzt? Das bin ich. Das war ein bisschen zu dunkel auf einmal. Ja, langsam gehen wir auch in die Abendsstunde. Zu Kingdom Hearts 3 soll dann auch was noch was Neues kommen. Ja. Und was, auch wieder nur Gerücht, aber wir sehen es dann bei der Square Enix Pressekonferenz. Final Fantasy 7 Remake. Ja, und schöne Grüße zu Konsolenbesitzer. Schöne Grüße an Konsolenbesitzer. Der ist auch eine voll Let's Player mit Final Fantasy 7, was ich auch verfolge. Ja, ich verfolge das auch jetzt. Und gerne. Zu Final Fantasy 7 Remake. Es sollte ja in Episode rauskommen.
Ja. Ja, das heißt, so wie DLC-Content, War mal da gewesen. Ah, mit Final Fantasy VII Remake, sollte in Episode rauskommen, Ja. so wie DLC-Content. Das heißt, es kommt immer eine Episode raus und man muss sich die Episode kaufen, dann kann man es ja spielen. Wenn die Episode fertig ist, muss man warten, bis das neue Add-on und das neue DLC rauskommt. Ja. So, aber sie haben gesagt, Gerüchte wieder, nur gerüchteweise. Wir wissen nicht, ob es wahr ist. Wahrheitsgehalt liegt bei, sage ich mal, 30%. Dass Final Fantasy VII doch als Vollpreisspiel, also das Remake, rauskommen soll. Okay. Die Meldung wollen sie rausbringen zur Square Enix E3 Pressekonferenz. Sind wir mal gespannt. Ja, sind wir auch gespannt, ja, stimmt. Genau. Last of Us 2 mal gesagt, Ja. dass das Release-Datum kommen soll. Was gibt's Ja. noch? Ah, The Days Gone ist auch ein Zombie-Spiel. Ja. Auch wieder was Neues bringen, obwohl wir da schon viel gesehen haben. Das letzte Mal war mit dem Bär da was, oder? Zombie-Spiel, also da erwarten wir auch noch viel Neues. Ja, ich Das denke auch Holz haben wir nur. ja schon mal voll, die Kacher schon mal rausgehabt. Ja. Ja. Was noch? Das sollte auch Skull and Bones kommen. Skull and Bones. Ja, das ist dieser Ja, das ist doch Piratenspiel. schon rausgekommen, das Spiel. Nein, da kommt er erstmal raus. Der ist noch in Entwicklung, weil in die Singapur Studio, die haben noch Zeit genommen für die Entwicklung fertig zu sauber zu machen. Das finde ich auch cool, dass die Entwickler lassen sich Zeit für ein Spiel zu entwickeln. Weil ich muss zugeben, so bei mir auf meinem Kanal, das gibt ein Projekt, Car Mechanic Simulator 2018, und fast jede 3 Wochen kommt ein Update, Update, Update. Und dann denkt man auch, hallo, warum ist das Spiel noch nicht mal fertig seit Monatsanfang an? Warum Ja, bringen die. wie lang sind Sie schon bei Death Stranding dabei? Ja, Wie gut, lang sind Sie schon bei Last of Us 2? aber Kingdom Hearts 3? die lassen sich Zeit. Die Ah bringen ja, auch die Spiel fertig, wenn das ist fertig, wenn oder? das Spiel richtig gut wäre, muss und Ja. was viel Arbeit dahinter steckt, also Ja. Ich finde das auch ja. immer super korrekt, wenn die Oh, Spiel kommt. braucht Er ist man fertig und viel fertig. Zeit. Ja, Vielleicht kommt ein paar Updates, aber nicht so. so einfach ist es nicht. Wir machen wir so ein Spiel mit so super Grafik, erstmal die Ja. Story, was alles dazu Ja. kommt und überhaupt. Also deswegen. Ja, und da war noch The God Beyond Ah, Ev Good and Beyond Good and Evil 2 2, jetzt sollte haben auch, wir es. Ah kommt ja, auch, hein? da haben wir auch nur mal einen geilen Trailer gesehen. Also was, Ja. Ja. was kommt zur E3, sehen wir. Vielleicht kommt da noch total die Überraschung, was wir gar nicht wissen, was keiner Sowieso, mitgerechnet sowieso, hat, sowieso. kommt wieder vielleicht Sowieso, voll die sowieso. Überraschung zur E3. Was ich aber auch jetzt gehört, Sony hat sich eine komplette Halle gemietet in diese E3 und das ist die größte Halle Die normalerweise. größte Halle Ja. hat Sony, Ja, okay. das gehört Sony. Ja, Und da aber denke ich mal, dass die wollen auch, weil letztes Jahr haben die leider die Konkurrenz nicht geschlagen. Da war Ubisoft sehr weit weg mit allen Spielen, sowieso mit die neue Xbox und tralala. Da war Sony auch nicht mal dabei gewesen. Jetzt dieses Jahr, ja, es kann sein, dass Sony hat so viel Überraschung für uns. Da freue Okay. ich mich auch. Und für euch auch alle draus. Weil ihr seid auch alle mit PlayStation 4. Und ja. Genau, mal schauen, was ob da wirklich was kommt zur PlayStation 5 bei Sony. Ja, ich könnte mich auch schon vorstellen, dass Also wer ja, etwas da rausbringt. gibt es noch Bethesda, hat man aber jetzt schon einen Teaser gesehen zum neuen Fallout, das heißt Fallout Ja, 76. stimmt, stimmt. Genau, da hat man einen Teaser gesehen, also ich habe ihn schon gesehen, also ist nicht schlecht. Ja. Ja, ob das ein komplett neues Fallout ist oder Ich denke schon, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass die machen einen neuen Deal sehen. Fallout ist ja mittlerweile seit langem Ja, die machen. das Beste war die Ankündigung, die haben sie bei Twitch und Livestream gemacht, 24 Stunden lang, da war nur ein Bild gestanden, please stand by. Und die Figur von Fallout war daneben dran, dann war sie mal gelegen, dann Ja. hat er eine Uhr hingestellt, dann hat er Nuke Cola getrunken. Aber nie gewusst, was ist jetzt los damit? Und Ja. dann ist der Teaser kommen zu Fallout 76 oder 76, wenn wir bei Englisch bleiben wollen. Und ich glaube auch, dass auch für ein paar Leute, vielleicht sind sie Fan von Anno, die neue Teil wird auch wahrscheinlich auch wieder mit einem Gameplay rauskommt und bestimmt auch Das mit ist die bei EA dann, oder?
Anno? Nein, Nein, ich nein, glaube, nein, das ist, nein, weil das ist die Ubisoft. PC-Entwicklung, ja, ich glaube, ja, Ubisoft, ja, Ja. es kann sein, EA aber. bringt im Kleppner was zu neuem FIFA raus oder Ja, so. FIFA 19 kommt Weil mit Star sowieso. Wars Battlefront, das sind sie ja. Vielleicht macht auch eine kleine Überraschung, dass wir wissen nicht, vielleicht ein neuer Need for Speed ist am Arbeit. Wissen wir gar nichts. Ne? Das ist alles Tipp und Daumen Gerücht und ja. Ja, man jetzt auch nur alles, was wir nur gelesen und nur aus Gerüchte gehört haben. Ja. Wir haben gesagt, was wir uns wünschen. Ja. Wir haben gesagt, was kommt zur E3? Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht kommt etwas Neues. Ja, und verfolgen dann weiter im Kanal bei Ja, Retox. Der macht sowieso. dann was auch zur E3, Ja. Livestream, zur Pressekonferenz. Ja. Vielleicht bin ich dann auch dabei. Mal gucken, wie ich Zeit habe. Ja. Bist auch gerne immer dabei. Was haltet ihr von der E3? Was wünscht ihr euch? Ja, Schreibt in die schreibt in Kommentare. die Kommentare, Gebt ein ja. Like unter das Video. Ja, natürlich. Und verfolge auch meinen Partnerkanal. Ja, wir machen ja nicht mehr so viel. Also Ja gut, ich aber mache jetzt noch Silent Hill 2 fertig. für Ich die weiß nicht, Leute, ob ich es die könnten fertig noch kriege. gucken, was alles geht bei euch. Ja, wir haben ja noch natürlich auch viele alte Videos, können auch vorbeischauen. Ja. Ja. Okay, Okay. vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, vielen Dank. Das war unser Podcast zur E3 2018. Ja, ich hoffe, dass hat euch gefallen. Ja. Ich hoffe, dass ihr noch ein paar. Vielleicht haben die recht, oh, vielleicht nicht. Ich habe immer Schreibt in die gesagt, es ist alles Kommentare. nur Gerüchte. Schreibt in die Kommentare. Okay. Okay, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Das habe ich auch schon gesagt. Ja, ich sage auch einfach noch Das kann man einmal. nie oft genug sagen. Ja, sowieso. Und Dankeschön, dass du dabei warst. Genau, und dass du dabei warst und du und sowieso du. Und du, ja. Ja. Und du. Und wir machen jetzt auch öfters Podcast, aber so alle ein, zwei Monate mal Ja, schauen. mal Machen wir mal einen schauen. Podcast. Ja, mal schauen. Mal gucken, ob es euch gefallen hat. Ja. Ich war's, euer Milzi. Und ich, Redtox, ich wünsche euch alles Gute noch und wir sehen uns wieder auf meinem Wenn ihr Kanal. wissen wollt, wie Retrox wirklich heißt, Patrick. Ja, Aqua Patrick, ihr sollt auch sagen. Tschüss und du, Aqua Wie Stefan. Aqua. Ja, du heißt Milzi, aber Aqua, deine Spitzname, ist du normaler Name? Das ist Ist Aqua. ja, Aqua. Egal, hoffen wir reden zu viel wieder. Tschüss. Okay, tschüss.